Hallo alle zusammen. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Schauen wir uns wieder Bilder an, Bugs? Aber sicher. Schauen wir uns mal verschiedene Sportarten an. Sportarten? Meinst du sowas wie Fußball und Basketball und Volleyball und Karate und Turnen? Ja, ich weiß, dass du viele Sportarten kennst, aber vielleicht lernst du noch einige dazu. Lass uns schnell die Bilder anschauen. Das ist Tennis. Da spielst du mit einem Schläger und einem Ball. Wenn du schwimmen gehst, ist eine Brille schon nützlich. Reiten auf einem Pferd muss schon ein tolles Gefühl sein. Also beim Fußball trickst man sich gegenseitig aus. Oh, sieh mal diese drei Ballerinas beim Ballett. Diese Kinder wärmen sich auf, um gleich richtig zu turnen. Beim Basketball muss man den Ball in den kleinen Korb werfen. Beim Volleyball muss der Ball immer wieder über das Netz. Im Karatesport gelten strenge Regeln beim Kämpfen. Das gehört auch zur Leichtathletik, ein schneller Sprint. Das hat Spaß gemacht, Bugs. Und jetzt bin ich dran? Ja, jetzt bist du dran, Tobi. Viel Spaß dabei. Macht ihr auch mit? So. Also, ich würde den Ball ja mindestens 1000 Meter weit wegschlagen. Wenn ich mein Schwimmabzeichen mache, schwimme ich aber ohne Brille. Sag mal, Bugs, kann so ein Pferd eigentlich auch rückwärts reiten? Hey, ihr beiden, der Ball, der muss aber da ganz hinten ins Tor. Sag mal, Bugs, heißt so ein Ballettröckchen nicht Tütü? Ja, und die Arme hoch und dann schön runterbeugen, ja. Also ich würde ja hochklettern und den Ball reinfallen lassen. Ja, ich will auch mitmachen beim tollen Volleyballspiel. Bugs, muss man beim Karatesport immer so ernst gucken? Mir gefällt der Sprint bei der Leichtathletik am allerbesten. Das hat Spaß gemacht. Hattest du auch Spaß, Peppa? Wir haben wieder tolle Sachen gesehen. Was hat dir heute am besten gefallen, Tobi? Turnen, weil ich am liebsten an all den Geräten rumklettere. Das glaube ich. Jetzt hat das Bild einen Platz an der Wand verdient. So, und beim nächsten Mal werden wir uns etwas ganz anderes anschauen. Ja, sollen wir uns das ansehen? Oder das? Oder das? Tschüss, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Tobi. Tschüss, Peppa. Tschüss, Fox, der Bär. Zoo, Story Zoo. Nächstes Mal erzählt ihr uns mehr.